Willkommen zu meinem 15. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen Grundkompetenzen. Jetzt möchte ich zeigen, wie man Benachrichtigungen für bestimmte Programme ein- und ausschalten kann. Dazu rufst du zuerst einmal die Windows-Einstellungen auf mit der Tastenkombination Windows und I. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Dann gehst du auf System und suchst dir dann auf der linken Seite Benachrichtigungen und Aktionen. Da hast du einige Einstellungen, wo man generell dann hier Einstellungen vornehmen kann, ob es auf dem Sperrbildschirm zum Beispiel Einstellungen gibt. Aber wir wollen uns jetzt um einzelne Programme kümmern. Und hier siehst du, ich könnte sie gänzlich ausschalten für diese einzelnen Programme. Wenn ich halt hergehe, werden sie generell ausgeschaltet. Wenn ich sie dann etwas detaillierter mir anschauen möchte, also das genauer mir anschauen möchte, klicke ich einfach dann hier auf das Programmsymbol und kann hier noch zusätzlich dann sagen, welche Priorität sie haben, ob sie dann auf jeden Fall eingeblendet werden sollen, zum Beispiel auf der rechten Seite hast du dieses Informationscenter, in welcher Form sie eingeblendet werden sollen. Ja, und da kannst du natürlich auch alle dann gänzlich wieder ausschalten. Ja, also Windows-Einstellungen aufrufen, Windows I, dann System wählen und dann die entsprechenden Benachrichtigungen dann auf der linken Seite dir dann auswählen, diese Rubrik, und dann hier für die einzelnen Programme das dann festlegen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.